So, und wir befinden uns schon im Ladebildschirm zu unserem neuen School Life und damit herzlich willkommen zurück. Werden mal sehen. Yeah, it's King Moron, all right. We get to enjoy his long-ass sermons every day for a whole year. Okay. Hey, you guys, I heard there's going to be a transfer student from the city in this class. The big city. Huh? Bitte. Really? A guy or a girl? A transfer student from the city? Just like you, huh, Yosuke? Wir sehen schon wieder die Hauptcharaktere, bis auf der Typ, tragen als einzige farbige Klamotten. Also, nicht die Schuluniform. Aber okay, da, ja. Huh? You look dead today. Ja, hat sich auch gerade die Eier zermanscht. Yeah, I don't want to talk about it. What's with him? Who knows? Who cares? Alright, shut your traps. Okay, ich halte schon die Klappe. Ein wunderschöner Mensch. I'm Kinshiro Muraoka, your homeroom teacher from today forward. First things first. Just because it's spring doesn't mean you can swoon over each other like love-struck baboons. Ich muss zugeben, ich weiß gerade nicht, was Baboons sind. Auf jeden Fall sollen wir nicht zu viel miteinander rummachen. Long as I'm around, you students are gonna be pure as the driven snow. Mit dem Spring, man muss darauf hinweisen, dass in Japan das Schuljahr im Frühjahr beginnt und mit durch die Sommerferien quasi geteilt wird. Ja, also solange er noch da ist, werden wir so reinbleiben wie der frisch gefallene Schnee. Oh. Also jetzt mal Luftverschmutzung ausgeschlossen. Now I hate wasting my time, but I'd better introduce this transfer student. Yo. This sad sack's been thrown from the big city out to the middle of nowhere like yesterday's garbage. Ich bin Müll. Ein netter Genosse. And he's just as much of a loser here as he was there. So you girls better not get any ideas about hitting on him. Ja, wenigstens habe ich nicht zum Pferde gebissen. Tell him your name, kid, and make it quick. So, und auch hier wieder einige Möglichkeiten. Wir nehmen natürlich die hier. You call me a loser. Your courage has increased. Das ist auch ein weiterer Teil des Spiels, dass man durch bestimmte Aktionen etc. Ich glaube, Courage, ich glaube, seinen Mut. Ja, werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall kann man verschiedene Parameter beeinflussen, die einem dann neue Teile des Spiels quasi erst freischalten. Auch einer der Gründe, weshalb ein zweites Durchspielen sinnvoll ist, weil man nicht alle Sachen vernünftig maxen kann und gleichzeitig auch noch. Ja, wird man dann sehen. That's it. You're on my shit list. Effective immediately. Tja, scheiße gelaufen. Now listen up. Schrei mich nicht an. This town is miles away from your big city of perverts and assholes in more ways than one. Tja, aber offensichtlich breitet sich die Big City mit Perverts und Assholes aus. Ich bin ja hier. Hi. You'd better not even think of getting involved with the girls here. Let alone abusing them. Dann gehe ich wieder. But what do I know? It's not like the old days. Even here, kids grow up so damn fast. Every time I turn my back, you're fooling around on those damn phones, checking your life journals and your my places. Ich finde, der Typ ist super. Also, ich finde den persönlich super witzig. Mr. Muraoka goes on and on. Excuse me, is it okay if the transfer student sits here? Huh? Yeah, sure. You hear that?
Your seat's over there. Wundert mich jetzt, dass ich trotzdem neben einem weiblichen Wesen meiner Gattung sitzen darf. Ohne Mauer oder, weiß nicht. Sonstige Schutzwand dazwischen. So hurry up and sit down already. Ei, ei. Ich brauche extrem lange für den kurzen Weg. He's the worst, huh? Wer bist du und was willst du von mir? Und warum zuckst du so komisch mit dem Kopf? Rotten luck for you to get stuck in this class. Well, we'll just have to hang in there for a year. Die Klasse ist absolut still. Sie spricht und es juckt keinen. Ah, you can hear people around you talking about you. Verdammte Mann. Seems to be the transfer student, ending up in King Moron's class on the first morning here. Ja. Yeah, he won't think twice about suspending you if you get on his bad side. Whiny student. Then again, we're all in the same boat. Ja, und ich habe einen Bohrer dabei. Shut your traps. I'm taking roll and I damn well expect you to respond in an orderly manner. Man beachte die wunderschöne Wut Ader auf seiner Stirn. Your life at this new school has begun. Es regnet im Übrigen. Will you be able to fit in here? Also ich habe schon mal einen Sitz gefunden. Keiner will neben Schier sitzen. Neben dem Mädchen in Grün. That's all for today. Normal lectures will start tomorrow. Selbst die BGM ist so beeindruckt von ihm, dass sie schweigt. Sofort habe ich zwei Mädels da, also bitte, ja? Please report immediately to the faculty office for a brief staff meeting. All students must return to their classrooms and are not to leave the school until further notice. Ugh. You heard the announcement. Don't go anywhere until you hear otherwise. Hm. Getting on my nerves. Did something happen? Don't those sirens sound really close? Man weiß es nicht. Ah, I can't see a damn thing. Freaking fog. Die Sirenen haben auf jeden Fall schon wieder aufgehört. War eine kurze Fahrt. Yeah, like every time it rains lately, it gets all foggy. Hm. Hey, did you hear? I hear that paparazzi's looking all over for that announcer. Der hat eine grandiose Stimme. Oh yeah, you mean Mayumi Yamano, right? I heard some guy spotted her at the shopping district. Actually, I heard that... No legible student. Ah ja, auf jeden Fall sind die schon so ein bisschen am tötern da. Wie auch immer man das nennen möchte. Are you serious? Ihr bleibt einfach stehen, ist dem egal. Hey, Yukiko-san. Mind if I ask you something? Is it true that announcer staying at your family's inn? I can't discuss such things. Theoretisch hätte man hier schon Yukiko-san hinschreiben können. Aber gut, so ist sie halt nur das Blackheart Girl und guckt aus dem Bildschirm raus. Und sie möchte nicht darüber reden. Yeah, I guess not. How much longer is this gonna take? There's no telling. I should have left before the announcement came on. Hmm. By the way, did you try what I told you the other day? You know, that thing about rainy nights. Oh. No, not yet. Sorry. Oh, that's okay. Well, it's just... I heard a guy in the class next door yell something like, "My soulmate is Yamano, the announcer." Attention, all students. Ja,
Hier wird so langsam eine der Sachen eingeführt, die wichtig für das Spiel sind, also für die Story, aber versteht man halt noch nicht so ganz, worum es hier gehen soll. Anscheinend ist irgendwas in regnerischen Nächten passiert, außer dass es regnet. Und es gibt ja weit mysteriösere Dinge, wie zum Beispiel, dass Yukiko-sans Haare durch ihre Schultern sich bewegen. There has been an incident inside the school district. Police officers have been dispatched around the school zone. Please stay calm and contact your parents or guardians as soon as possible and quickly leave the school grounds. Auf gut Deutsch, haut schnell ab. Do not disturb the police officers. Head directly home. Okay. I repeat. Aber warum sind wir denn un... Ach, egal. Incident? What? Something actually happened? Incident, und der rennt erstmal weg. Das ist so die natürlichste Reaktion. Es ist was passiert. Lauft! What? Something actually happened. Ja. Ich finde am schönsten, die eine heißt Brownhead Girl und die andere ist nur Freundin vom Mädchen. Mein Charakter guckt ein bisschen was für Seite. Warum spreche ihr mit mir? Lasst mich in Ruhe. Hey, are you going home by yourself? Ihr seid nur Hintergrundcharaktere. Ja. Why don't you come with us? Oh. Chie Satonaka. You know I sit next to you, right? Da es noch keinen wirklichen Einfluss hat. Ach so? Dude, I was sitting right next to you. I even talked to you. Anyways. Scheint sie ja auch nicht so sonderlich mitzunehmen, dass ich null Erinnerung an sie habe. Oh, nice to meet you. I'm sorry that this is so sudden. Was jetzt genau? Come on, don't apologize like that. It makes me look like I got no upbringing. I just wanted to ask some stuff. Really, that's all. Ja. Zum Beispiel, was für eine Unterwäschefarbe ich heute trage. Es ist pink. Es passt zu grau. Und silbernen Haaren. Satanaka. This was really awesome. Like, the way they moved was just amazing to see. And I'm really sorry. It was an accident. Sorry. See ya. Thanks. Und da versucht er wegzurennen. Right there. What did you do to my DVD? Offensichtlich ein Kung-Fu-Film. Der Arme. Are you alright? Oh, Yukiko-san. Are you worried about me? He's fine, Yukiko. Let's ditch him and go home. He looks like he's in a lot of pain. You should leave him be. Ciao, ciao. You're Yuki, right? You want to go hang out somewhere? Der Typ hat keine Pupillen. What? Who are you? Traue nie Leuten ohne Pupillen, obwohl ihre sind auch sehr klein. What's up with him? What school is he from? Never mind that. He's going for Yukiko-san? Man, you'd think he'd at least wait until she's alone to make his move. Ja, und ich, wenn so ein handsome Guy wie ich around bin, ja. Oh Gott, was für ein Englisch. I bet you a can of Tappy gets knocked out. No bet. Haven't you heard how difficult the Amagi challenge is?
Hört auf, hinter unserem Rücken über uns zu reden. Wir hören euch. I'm not going. Fine. Oh, jetzt ist er angepisst, oder wie? Und rennt weg. What did he want from me? What did he want? Obviously, he was asking you out on a date. Huh? Really? You really had no clue? Shh. But then again, that was way over the top. I mean, it was creepy how he called you Yuki all of a sudden. Hello, Yuki. Do you want to go on a date? Ja, so in etwa. Yo, Yukiko-san. Turned down another lovelorn fool, huh? Ich glaube im Übrigen, dessen Fahrrad ist ziemlich kaputt. Man, you're cruel. You got me the same way last year. I don't recall doing that. Oh, you serious? So then you want to hang out? I'd rather not. That'll teach me to get my hopes up. Ja. Okay. Anyways, you two better not pick on the transfer student too much. Ich hab nen Namen. We're just curious is all. Immerhin gibt es zu. I'm sorry for dragging you into this. Ist mir schnutzpiep egal. Come on, let's go. Everybody is staring. Das muss daran liegen, dass ihr als einzige andere Klamotten trägt. Oh, und dass ich mit einem halboffenen Hemd rumrenne. Denn ich bin cool. Und bringe Frauen zum Schwitzen. Hi Opa. Tschüss Opa. Oh, so you came here because of your parents' job? I thought it was something way more serious. Das ist serious genug. Mann. There really is nothing here, huh? Doch, Hügel und Telefonmasten, ein Reisfeld und dahinten steht ein Wagen und dann sind da zwei Mädels in komischen Uniformen und ich bin auch hier. Ich glaube, das war's. Und Kartons sehe ich hinter deinem Kopf noch schier. Well, that is what makes it nice, but there's nothing much we can show to people from outside. Ich möchte gehen. Mal in euer Reisfeld. Oh, though there is something from Mount Yasagami. I think our dyed clothes or pottery or something is kind of famous. Ja, das ist auch fast dasselbe, gefärbte Klamotten und Töpferwaren. Eins von beidem. Oh, wait, there's the Amagi Inn. Yukiko's family runs it. It's the pride of Inaba. Huh? It's just an old inn. Mhm. Er hat im Übrigen sehr komische Augenbrauen. Oh, no way. It's been in all sort of magazines as a hidden treasure. It's a great inn. It's been going for generations and Yukiko here is going to take over someday. Wow. The inn actually attracts a lot of visitors to Inaba. It pretty much keeps this town going. Das ist ziemlich erbärmlich für eine Stadt. Entschuldige, aber ist so. Ihr lebt in einer Kackstadt. I don't think that's entirely true. So tell me, you think Yukiko's cute, huh? Das ist einer der abruptesten Themenwechseln, die ich je gesehen habe. Von einem Restaurant zu... Ah, you think Yukiko's cute, huh? One hook up. Ja, nein, vielleicht. I think so, yeah. It's hard to say. Ich hätte gerne noch, sie hat komische Augenbrauen, aber das gibt's leider nicht. Ich kann auch einfach schweigen. Ich sag einfach ja. Pff. I knew it. Come on, don't start this again. Cute, 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 cute. She's really popular at school, but she's never had a boyfriend. Kind of weird, huh? What a weirdo.
ganz komisch ist das. Also, ich würde mich nicht mit der einlassen, wenn ich das Spiel nicht dazu zwingen würde. Come on, stop it. Oder ich werde zur Laterne. You shouldn't believe that, okay? It's not true that I'm popular or that I've never had a boyfriend. Du Schlampe. Nein. Wait, no, no, no. What I meant to say was I don't need a boyfriend. Mhm. Jeez, G.A. Sorry, sorry. But this is our chance to talk to somebody from the big city and you barely said a word. Yeah, big city. Ich liebe das, Entschuldigung. Ja. Hey, what's that? Meerfelder. Oh, Mystery Musik. So that high schooler left school early and as she came down this street. Wow, who could imagine that hanging from an antenna? I wanted to see it too. Oh, you got here too late. The police and fire department took it down just a moment ago. Was kann hier nur vor sich gehen? Well, I think it's terrifying. I can't believe a dead body showed up around here. I love dead bodies. Ja, ganz schön creepy, alle beide, wenn die eine sagt, oh Gott, ich hätte es so gern gesehen, ah, du kommst zu spät, sorry, wurde gerade runtergenommen, ah, oh, ja, eine Leiche. Wait, what did she just say? A dead body? Ja, das hat sie gesagt. Hallo. Ich bin auch hier, Onkel. Hey, what are you doing here? Im Grunde genommen stehe ich hier und höre Frauen beim Töttern zu. We're just passing by. Sagen wir mal die Wahrheit. Well, I should have figured that had happened. That damn principal. We told him not to let them through here. Wer sind Sie? Also, wer sind them? Sprich dich über uns in der dritten Person. Das ist mein geheimer Lover. I'm Detective Dojima, his guardian. Well, how should I say this? I hope you get along with him. Ja. Ihr solltet euch lieber gut mit mir stellen. But you three really ought to stop wandering around and head straight home. Ja, ich denke auch. Also, gehen. So durch die Gegend gehen, das sollte man einfach mal den Profis überlassen. Ein kotzender Typ. Schön. Adachi, how long are you gonna act like a rookie? You wanna be sent back to the central office? Wir wollen deine Kotze hier nicht. I'm sorry. Und wasch dir den Mund aus. Go wash your face. Oder dein Face. We're gonna go around and gather information. Der wirkt etwas schlaksig, der Typ. Was this what that announcement was about? Das wäre sehr gut möglich, zumal Dojima gerade echt davon erzählt hat, dass irgendwas mit dem Direktor, dass er uns nicht hier durchlassen sollte. What do they mean? It was hanging from the antenna. Dass es von der Antenne herunterhing. Also. Hey, Yukiko. Why don't we go to Juness some other time? Ja, ich denke auch, wir sollten jetzt shoppen gehen. Ist wichtiger. Good idea. Das ist so eine Klischee-Entwicklung, finde ich so. Oh Gott, ein toter Körper ist aufgetaucht. Oh Gott, er hing von einer Antenne herunter. Ah, wir sollten shoppen gehen. Ja, das ist eine super Idee. Alright then, we're taking off. Starting tomorrow, neighbor. Let's do our best. Och nee. Oh doch? Okay. Verdammt. Die zwei sind gegangen. You decide to head straight home. I wonder if Dad
Dad's not coming home again tonight. Ja, deswegen habe ich ihn erst in der Kameraecke, dann unterm Tisch und dann noch woanders gesucht. Our top story this evening concerns a bizarre case in a quiet suburb. Around noon today, a woman was found dead near the Samegawa River in Inaba. Im Hintergrund von dem News-Typen ist im Übrigen so eine Polizeijagd angezeigt. Ja, nur mal so. The school zone is being shown on TV. Nein, ist sie nicht. Could this be the incident you heard about? The deceased has been identified as Miss Mayumi Yamano, a 27-year-old announcer at the local television station. The initial results of the Inaba Police Department's investigation have revealed... The Inaba Police Department! That's where Dad works! Kein Grund zu stottern. It'll be alright. Alles kommt in Ordnung. I know. That's his job, so this stuff happens. Ich weiß, jetzt halt die Fresse. The body was found hanging from a large television antenna atop a local resident's roof. Ja, das finde ich, glaube ich, schon blöd, wenn bei mir auf dem Dach eine Leiche rumhängt. Authorities are uncertain as to why the body was in such a state. With the cause of death also uncertain, police continue to investigate whether the death is an accident or a homicide. A thick fog common to the area has slowed their progress, and plans to fully canvass the area are delayed until tomorrow. It seems that the local TV station's announcer was found dead near the Yasugami High School campus. Ja, die Leiche, die vorhin da gefunden wurde, war anscheinend diese Nachrichtensprecherin, die schon vorher in diesem Streit mit ihrem Mann oder ihrem Geliebten und dieser Anchor-Sängerin erwähnt wurde. Ja, bla bla. Hätte ich mir jetzt auch sparen können. They found her on the roof? That's scary. Vielleicht konnte sie fliegen. Oh, it's Juness. Woo, shopping. At Juness, every day is Customer Appreciation Day. Come see for yourself and get in touch with our products. Fass unsere Produkte an. Every day. Day's great at your Juness. Nanako schaut mich erwartungsvoll an. Ich sing einfach mal mit. You memorized it already? I'm the best one in my class. Ja, ich bin auch kein Grundschüler mehr. Ich kann mir zwei Sachen merken. Ich glaube, das ist irre nervig, dieses Kind. Wenn es den ganzen Abend da hockt und vor sich hin singt, irgendwelche Werbesongs. Und auch noch sehr vergesslich, die Gute. Hier drin geht im Übrigen keine Kamerasteuerung. So, und dann speichern wir hier.